Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS25. Wir sind auf der asiatischen Map unterwegs, haben dort ein kleines Let's Play gestartet und versuchen da jetzt endlich wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und das werden wir hoffentlich dadurch erreichen, dass wir jetzt hier diese Silage, die ich endlich gepackt habe, zusammengestapelt habe und soweit vorbereitet, mit unserem wunderschönen Kubota will ich das dann wegbringen. Das werden wir gleich tun, aber zuvor grüße ich alle, die mir in die Kommentare geschrieben haben. Und da hat mich zum Beispiel der gute Hockmar letztes Mal ja gemaßregelt, weil ich doch tatsächlich, als wir unsere Produkte weggebracht haben in den oder zum Bauernmarkt in die Stadt, habe ich wohl ein kleines bisschen die Ladungssicherung vermutlich vernachlässigt. So könnte man es vielleicht auch sagen. Aber, Freunde, es ist ja nichts passiert. Jedenfalls nichts Wesentliches, außer dass wir ein kleines bisschen Geld gemacht haben. So viel war es nicht, aber doch etwas. Und ansonsten grüße ich jeden, der mittlerweile auch mit seinem entsprechenden LS25 soweit zufrieden ist, dass es auch funktioniert und startet, wie zum Beispiel den Chris. Den grüße ich und natürlich auch den Finn Schmäler. Auch bei ihm funktioniert jetzt alles. Er kann endlich seinen LS25 zocken. Aber die wichtigste Frage stellt natürlich der Noxe, und zwar: Weiß jemand, wann die ersten Mod-Maps für die Konsole kommen? Denn wir zocken hier ja auf der PlayStation und deswegen ist das natürlich so eine ganz, ganz wichtige Frage. Wann kommt die erste Mod-Map für die Konsole? Und ich werde da noch ein kleines bisschen vorsichtig, denn im letzten Stream hat ja jemand gemeint, dass es damals beim LS22 auch, bis der ja auch im November kam, bis in den Februar gedauert hat, bis hier tatsächlich dann die ersten Mod-Maps kamen. So, warum komme ich jetzt hier zu unseren Gewächshäusern? Aber zuvor natürlich nochmal einen Gruß an alle, die mir in die Kommentare geschrieben haben. Hat mich sehr gefreut. Wir haben in der Zwischenzeit hier ein kleines bisschen umgestellt, denn ich habe ja festgestellt, dass wir, wenn wir hier mit unseren Gewächshauserträgen arbeiten, da jetzt nicht so viel bei rumkommt, aber wir ja das ganze Zeug immer transportieren müssen, auch rüber zu unserer kleinen Produktion, die ja nicht ganz so viel aufnimmt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal umgestellt. Ich habe dafür gesorgt, dass noch ein paar Paletten hier in Reserve sind, die wir dann rüberbringen können zu unserer kleinen Produktion. Aber ich habe umgestellt, nicht das automatische Speichern. Das lassen wir mal sicherheitshalber drin. Aber die Produktionen, seht ihr, ich habe mittlerweile auch hier die Austernpilze, Enoki, hier beides auf Verkaufen gesetzt, denn wir produzieren beide Pilze, denn es ist genügend Wasser da. Also das, da habe ich keine Probleme mit dem Wasser, und einmal Wasser erzeugt 5 Enoki. Ich bin mal gespannt, ob das ein bisschen lukrativer ist. Ansonsten habt ihr ja mal irgendwo, glaube ich, geschrieben, Salat wäre gut, Salat. Aber wir wollen uns jetzt hier ein kleines bisschen natürlich auf die gängigen Früchte bzw. die Erzeugnisse konzentrieren, die hier jetzt mehr in Asien vorgehalten sind, wie Chili, Chinakohl und Frühlingslauch, Knoblauch. Und da habe ich jetzt alles, und da sehe ich gerade Chili. Ja, nee, stimmt. Hier in dem Gewächshaus haben wir natürlich den Chinakohl, den haben wir jetzt mal auf Verkaufen gesetzt. Wir haben hier den Knoblauch auf Verkaufen gesetzt. Und in dem Gewächshaus, da müssten wir Chili anbauen. Genau, auch das haben wir auf Verkaufen gesetzt. Genauso wie die Frühlingslauch. Auch der ist mittlerweile auf Verkaufen. Und bei der Konservenfabrik, ihr seht es ja, da kommt das Material ganz, ganz langsam rein. Unser Kimchi und natürlich die Materialien werden nur ganz, ganz leicht weniger, und bei 480 Liter Maximum, da kann ich auch wirklich mit den Paletten, die da sind, auf jeden Fall arbeiten. Ansonsten haben wir, und man sieht es vielleicht von hier ein kleines bisschen, ja, unsere Konservenfabrik hat, genau, da poppen sie auf, 2 Paletten. Also das können wir natürlich dann getrost selbst wegbringen. Da behalten wir die Übersicht. Ich glaube, da kommt jeden Tag gerade mal oder jeden Monat eine Palette. Während es ja ganz schön lange gedauert hat, bis halt eben meine Ballen endlich siliert wurden. Nicht ganz so lange hat es jetzt gedauert für die nächsten Mods. Wenn ihr in den Mod-Hub reingeht für die Konsole, sind jetzt wirklich ein paar gute Sachen dabei, ein paar wichtige Dinge, wie zum Beispiel ein Ballenlager, ein frei platzierbares Ballenlager. Ansonsten, mein Tipp hier noch, ganz, ganz wichtig,
Unterstände und Lager. Da ist jetzt eine Halle, da kann man auch daraus optional ein Ballenlager machen. Dann gibt es natürlich jetzt auch endlich unsere kleine Werkstatt und zum Beispiel auch einen Dieseltank oder Benzintank, den man setzen kann. Einige Hallen, dann natürlich jetzt endlich auch platzierbare Hecken. Darauf freue ich mich. Also auf jeden Fall, es geht jetzt langsam los. Es kommen Mods nicht nur für den PC, sondern jetzt auch für die Konsole, die uns das Leben ein kleines bisschen leichter macht, wie zum Beispiel auch eine Einkaufsstation, die wir selber platzieren können. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Dazu gehen wir hier runter. Ich muss mich da erstmal konzentrieren bzw. orientieren. Wir müssen zu Preise. Dann müssen wir hier irgendwie auf S-Silage. Wo fahren wir hin? Es gibt die Biogasanlage oder den Viehhändler. Und im Moment, ja, ihr seht es, 119, 122. Die Preise sind eigentlich relativ, ja, variiere nicht so. So will ich das mal formulieren. Also fahren wir mal zum Viehhändler und schauen mal, wo wir den finden. Ah, der muss also in diese Richtung sein. Wie kommen wir da am geschicktesten hin? Der Viehhändler. Ah, ich glaube, da kommen wir praktisch hier vorbei. Ah, ja. Wir fahren einfach die Straße links und dann werden wir ihn schon finden. Ist keine Weltreise, so hoffe ich. Und dann bin ich gespannt. Ich bin nicht nur gespannt, ich bin sogar ein kleines bisschen jetzt mal aufgeregt, um zu sehen, was werden wir denn jetzt hier einnehmen mit unseren Ballen? Denn wir müssen unbedingt ein bisschen was verdienen. Denn ihr wisst, wir sind ja noch mit einigen Euro im Minus. Also wir haben einen Kredit aufgenommen. Ich glaube, es waren 200.000. Und wenn ihr hier links schaut, ja, so viel Milch und so viel Wolle kommt hier jetzt nicht bei. Übrigens, auch das haben wir mittlerweile festgestellt, Ziegenmilch scheint sich fast besser zu verkaufen, wenn ihr das noch als Flasche habt und nicht als Ziegenkäse weiterverarbeitet. Das ist jetzt ein interessanter Faktum. Das werden wir uns natürlich auch noch ansehen. Aber so hat man mir es gesagt, so hat man mir es berichtet. Behalte einfach oder es bringt mehr, hier die Milch zu verkaufen, natürlich in Flaschen, als eben tatsächlich das noch weiter zu verarbeiten, wohl in Ziegenkäse. Also das wundert mich jetzt schon ein kleines bisschen, weil die Logik besagt ja in der Regel immer, dass wenn wir das Produkt weiter veredeln, dann müsste auch ein höherer Preis zu erzielen sein. Es müsste sich also über die Menge auch mit dem Preis entsprechend amortisieren und auch dann lukrativ sein. So, wir fahren hier einfach mal weiter. So war das, glaube ich, oder? Genau, wir bleiben auf der linken Seite von der Eisenbahn. Ja, der Kollege hat ja schon zu arbeiten mit 24 Ballen. Jeder Ballen 5000 Liter, glaube ich. Ja, es müssten, glaube ich, 800 Kilo fast pro Ballen sein. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, biegen wir... Ups. Und ich gucke schon wieder nicht auf die Straße. Müssen wir jetzt hier tatsächlich links abbiegen? Ah ja, weil dann geht es wieder unter der Eisenbahn. So, links und gleich wieder rechts hier. Und dann wird sich gleich zeigen, ob sich das hier mit dem Gras, mit der Silage wirklich lohnt. Okay, fahren wir hier vorwärts rein? Ja, wir fahren vorwärts rein. Ich denke, hier können wir so abladen. So, hier können wir bestimmt auch Mist kaufen und Gülle, bin ich mir relativ sicher. Okay, Freunde, es wird spannend. Es wird spannend. Wir werden jetzt hier einmal abladen und es sind 24 Ballen. Was werden uns diese 24 Ballen bringen? Und los geht's. Oh oh. Oh oh. Also das haben wir auch schon mal besser gesehen, würde ich sagen. Das haben wir auch schon mal besser gesehen. Also, das scheint alles nicht gerade so lukrativ zu sein. In welchem Schwierigkeitsstufe spielen wir denn eigentlich? Lass mich mal schauen. Wir gehen hier rein, Spieleinstellungen und wir spielen in schwer. Wir hatten das auf schwer eingestellt. Oh Mann, auf schwer. Ich bin schockiert. Dann kann das ja eine spannende Sache werden. Oh, 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 Freunde. Da gehe ich doch jetzt mal ganz kurz hier gucken. Also, wir haben jetzt hier den Tierhändler. Und das Schöne ist jetzt haben wir hier auch ein bisschen Leben. Wir haben hier Tierchen. Wir haben hier Tierchen beim Viehhändler. Und da haben wir zum Beispiel die Hühner. Da hinten haben wir Pferde, wenn ich das richtig sehe. Ja, durch den Nebel. Und Think Big.
natürlich eine Werbung für den New Holland. Sehr schön. Ja, da kommen sogar die Pferdchen. Hola. Ja. So, wo geht's weiter? Schauen wir mal. Da hinten hat es noch mehr Tiere. Und da hinten wird auch höchstwahrscheinlich der Gülle-Einkauf sein. So, Ziegen hat es hier. Ja, hier ist der Güllekauf und ich vermute, das hier wird eine Kalkeinkaufsstation sein. Also hier kriegen wir den Kalk, oder? Kriegen wir das irgendwie angezeigt? Ja, schauen wir mal kurz in die Karte. So, da müssen wir hin. So, da stehen wir. Ja, das ist die Kalkstation. Was ist das? Ach, Kati, natürlich, da dürfen wir jemanden fragen. Hier können wir natürlich einkaufen, die Tiere, hier war der Verkauf. Hier ist natürlich Mist und da ist der Gülle. Okay, und Kalk kriegen wir hier. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, servus, servus. Nee, danke, ich habe jetzt keine Zeit. Danke. Sup. Dann wollen wir mal, Motor läuft noch, oder? Natürlich läuft der Motor. So, auf geht's. Naja, dann wollen wir die nächsten Ballen oder die letzten Ballen auch noch verkaufen. Allzu viel bringt es ja nicht. Ja, 60.000. Damit können wir jetzt keine allzu großen Sprünge machen. Wir können natürlich noch ein paar Tierchen kaufen, damit das mit der Wolle besser läuft. Und früher oder später müssen wir uns das auch mal angucken, wie wir dann mit der Milch umgehen. So, und dann rechts, gell? Ja, ja, wir sind ja von hier. Genau, genau, genau. Und da müssen wir runter. Und jetzt haben wir schon wieder fast das halbe Jahr hinter uns gebracht. Im August angefangen, wir sind im März, jetzt wird es interessant. Ja, so interessant jetzt auch nicht. Aber wir werden mit Sicherheit jetzt ein paar Aufträge machen müssen die nächsten Monate, damit wir an Geld kommen. Ich habe so den Verdacht, dass wir mit Aufträgen jetzt mehr verdienen als mit unserem Feld. Aber wir haben das Grasfeld schon wieder gedüngt. Es ist sozusagen wieder bereit für das Wachstum. Und dann schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall noch einen Schnitt dieses Jahr hinkriegen. Und so wie es aussieht, ja, werden wir wohl für das Grasfeld knappe so 20.000, 22.000 vielleicht erwirtschaften. Dann natürlich mal gucken, was hier unser Weizenfeld bringt. So, warte, warte, warte. Wir fahren mal außen rum. Müssen ja nicht übers Grasfeld fahren. Und ihr, wie gesagt, dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es denn so bei euch läuft. Ne? Vor allen Dingen halt auch mit den Finanzen. Also wenn ich jetzt natürlich sehe, was wir verdienen und wenn ich mittlerweile weiß, was wir für unsere Maschinen hier bezahlen müssen teilweise, vor allen Dingen für die großen Geräte. Ja, ja, dann sage ich, wie siehst, dann fahre ich, dann hallo Freund. Ja, ja, ne? So, dann ist es, wie siehst, nämlich vor allen Dingen Mieten. Mieten. Ist der jetzt hinter mir eigentlich? Der wird mich jetzt gleich überholen, ne? Wusste ich's doch. Der kommt doch jetzt wieder angeschossen, oder? Ja, natürlich. So, Dele. Jetzt geht's hier links. Müssen wir eigentlich tanken? Nein, müssen wir nicht. Und es flackern die Spiegel. So, wir fahren hier über den Hof. Ja, für den PC gibt es ja mittlerweile eine Mod, die automatisch die Gewächshäuser mit Wasser versorgt. Man muss es natürlich dann bezahlen, aber man muss es nicht mehr selber abarbeiten bzw. transportieren. Das wird so eine Art kleines Perpetuum mobile in Anführungszeichen, weil wenn ich natürlich ein Gewächshaus hinsetze, lasse es automatisch mit Wasser befüllen und lasse auch die Produkte automatisch verkaufen, ja, dann brauche ich ja gar nichts mehr machen. Ne? Dann stelle ich einfach nur die Gewächshäuser hin und lasse sozusagen hier für mich arbeiten. Das wäre natürlich auch so eine Option, die man mal testen könnte, wie das laufen würde. Vor allen Dingen eben, wie sich da die Kosten vom Wasser widerspiegeln. Aber ich glaube, da ist es dann wirklich so, packt dann Gewächshäuser hin, kauft euch ein Stück Land und dann macht Gewächshäuser und dann lasst ihr die Gewächshäuser für euch arbeiten. Ihr könnt natürlich sagen, okay, für die Vielfalt, ne, könnte man dann auch verschiedene Produkte hier abarbeiten. Jetzt schauen wir mal. Können wir auch anders fahren? Lass mich mal nochmal in die Karte schauen. Wenn wir jetzt hier rumfahren und dann darum. Na, 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 nein.
Ja, wenn wir auf der Straße bleiben wollen, dann fahren wir mal hier links rum. Dann sind wir hier auch ein bisschen über die Map gekommen. Dann hat sich das Ganze wenigstens etwas gelohnt. So. Dann bringen wir hier die letzten 6 Ballen auch noch weg. Ja, ich muss schon sagen, ich bin ein kleines bisschen ernüchtert. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass hier ein bisschen mehr rumkommt, hier was die Ballen angeht. Aber vielleicht habe ich mir damit auch keinen Gefallen getan, auf schwer zu stellen. Das hatte ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. So, hier ruppelt es schön. Oh. Ah, hier ist ein Mobilfunkmast. Endlich mal Verbindung. So, ob wir da auch auf die Autobahn dürften? Oder kriegen wir da gleich Stress? Ich weiß es ja nicht. Also, es ist eine Fernverkehrsstraße. Ja, ja, auf jeden Fall. Er macht hier Fernverkehr. Also das ist jetzt natürlich schon eine coole Sache, in Anführungszeichen. Sofern halt nicht wie auf der Riverbend passiert, wenn wir dann links abbiegen, er uns in den Drescher reinfährt, der KI-Fahrer, ne? Weil er dann meinte, er müsste noch schnell überholen, bevor ich hier links abbiege. Ja, da hatte ich ja vielleicht auch einen kleinen Schreck bekommen. Also Dinge gibt's hier. Ist ja fast wie im richtigen Leben. So, hier fahren wir rechts wieder. Was steht denn da drüben? Ist das auch ein Schild oder ist es? Ah, ja, ja, da ist auch nur eine Werbetafel und da stehen irgendwelche, ja, Anhänger. Okay. Ist das hier die Zementfabrik? Grain hat, ne? Ich glaube, das ist eher hier die Getreidemühle. Ja, da wollte er tatsächlich überholen, ne? Da konnte er es wieder nicht lassen. Unfassbar hier, der Verkehr. Unfassbar. So, jetzt will ich aber hier links. Du wirst ja hoffentlich jetzt nicht überholen. Nee, er lässt es. Bayer wäre natürlich auch, das hat mir da schon, die Frage habe ich da schon gestellt, wenn ich den Blinker setze, überholt er dann nicht? So. Dann bringen wir mal die letzten 6 Ballen weg und werden nochmal ein bisschen ernüchternd sein, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, Leute, Leute. So, ab die Post. Die letzten 6 Ballen. Also da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob wir das gesamte Feld... Ja, wie kriegen wir da mehr raus? Oh Mann, 4195. Ja gut, wir haben natürlich jetzt auch kein Precision Farming. Das heißt, dass wir nochmal einen Bonus bekommen und auch diverse andere Sachen nicht. Ich überlege gerade, hatten wir denn auch beide mal gedüngt? Wie war denn der Ertrag? Ich habe keine Ahnung. Also da müssen wir mal ein bisschen ein Auge drauf werfen. Auf jeden Fall ist eine Option vielleicht eben alles auf Gras machen. Ja. Wie kriegen wir etwas mehr Geld zusammen? Das wird jetzt hier die große, große Frage sein, damit wir hier in dem Projekt auch ein bisschen vorwärts kommen. Ne? Also wir haben natürlich schon ein großes Feld, mit dem wir arbeiten können. Und schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Schreibt mir mal, welche Feldfrucht oder mit was soll ich jetzt hier das Feld letztendlich beackern, dass da auch ein bisschen was rumkommt. Spinat, habe ich gehört, soll vielleicht doch gar nicht mal so schlecht sein, dass wir vielleicht da weiterkommen. Oder vielleicht doch eine andere Feldfrucht. Ich weiß es nicht. Wie sieht es denn aus mit Erbsen oder eben den Buschbohnen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, wenn man hier im größeren Stil auf den Feldern unterwegs ist? Also ich habe schon mal gehört, dass man vielleicht mit Reis, na, ich weiß es nicht, das ist doch ein bisschen aufwendig, auch mit dem Fluten und allem, ob sich das dann am Schluss dann auch wirklich so rechnet. Es sind halt die Erntemaschinen, die hier ganz schön zu Buche schlagen. Wenn ich mir natürlich hier einen Spinaternter miete, dann sind da auf jeden Fall mal 25.000 bis 30.000 weg. Und wie es da mit den Erträgen aussieht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ihr werdet es mir mit Sicherheit bald sagen können und in die Kommentare schreiben. Das würde mich freuen. Also, schreibt mir mal, welchen Tipp habt ihr mir, dass ich hier auf diesem Feld, auf diesem großen Feld, was soll ich hier anbauen, während ich schon wieder hier vom nächsten Kollegen überholt werde. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf der Hutan Pantai der Asia Map im LS25 und bis dahin sage ich Tschüss, Chatterio, euer Baden-Farmer.